Hallo und guten Morgen. Grüße in euren Tag, wo wir auf den Heiligen Abend zugehen. Ich sitze hier gerade in der Kirche in Spellen und will euch ein paar Gedanken zum Weihnachtsfest sagen. Ich glaube, dass die Welt Weihnachten braucht. Die Welt braucht Geschichten, gute Geschichten. Und Weihnachten wird eine gute Geschichte erzählt. Und heute Abend werden wir wieder alle zusammensitzen. Hier auf der Bühne werden die Kita-Kinder die Weihnachtsgeschichte erzählen in einem kleinen Stegreif-Krippenspiel. Leute, und das ist so großartig für mich zu sehen, wie das funktioniert und wie die Kinder mit Herzblut dabei sind und die Eltern auch. Weihnachten erzählt eine gute Geschichte. Eine Geschichte, die Zukunft eröffnet, schon hier und jetzt. Eine Geschichte, die Menschen bewegt und berührt und zusammenbringt und Menschen feiern und fangen an zu singen. Ich glaube, das ist der tiefe Sinn vom Weihnachtsfest, der letztlich darin begründet wird, ja, dass Gott den Menschen ein Zeichen gibt. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Das war das Zeichen für die Hirten und die machen sich auf den Weg. Und der Stern von Bethlehem, das war das Zeichen für die drei Weisen aus dem Morgenland. Und die Frage, die ich habe an dich und an mich, was ist dein Zeichen, was ist mein Zeichen, das dich glauben lässt, dass diese Welt nicht gottlos ist, sondern Gott da ist und Gott mit dieser Welt ist. Für mich ist es in diesem Jahr, wie gesagt, wirklich ja, eine wunderbare Erfahrung, dass die Kinder hier aus unserem Kindergarten in Spellen einfach sagen, hey, wir haben Bock, ein Krippenspiel zu machen und wir machen es einfach. Und ich freue mich drauf, dass wir das heute erleben. Ich wünsche euch ein gutes und gesegnetes Weihnachtsfest. Auf bald. Tschüss. Das war Angedacht mit Rüpp, was dein Leben reicher macht. Auf bald.